Ich hab's im Blut, dieses Haare schneiden, weißt du das? Ich habe gerade eine Nummer angerufen. Ich habe zurückgerufen. Dann wurde er abgehoben mit Militärpolizei. Grüß Gott. Soll ich da zurückrufen? Ja, komm, ich ruf zurück. Was soll das? Ich ruf zurück. Militärpolizei, grüß Gott. Ja, grüß Gott, Sie haben mich angerufen. Der Grund des Anrufes ist klar. Ja. Wann gedenken Sie Ihrer Pflicht nachzukommen? Das ist mittlerweile auch schon über den Anwalt gegangen. Ich hatte eine Operation und bin aktuell in einer beruflichen Situation, wo es nicht anders möglich ist, als diesen Schritt zu gehen. Das ist dem Militärkommando mitgeteilt worden. Ja, aber meines Wissens ist ja auch schon mal abgelehnt worden. Richtig, und da haben wir nochmal die Bestätigung vom Arzt mitgeschickt. Zum einen, dass die OP stattgefunden hat, dass ich nicht transporttauglich bin und die Übung nicht wahrnehmen kann. Wann sind Sie da transportfähig? Transportfähig bin ich die nächsten, also die Operation war am Dienstag letzte Woche und 14 Tage bin ich nicht fähig. Genau, die wurde auch dem Militärkommando zugesandt, aber die haben das alles bekommen, das wurde am Dienstag schon übermittelt, letzte Woche. Okay, das heißt, wir haben eine 14-tägige Bestätigung von Arzt, dass wir nicht einsatzfähig sind. Genau, so ist es. Okay, dann werden wir herumtelefonieren, werden wir schlau machen. Jawohl. Wenn ich mich nicht mehr erinnere, passt das, und wenn wir es wieder hören, dann reden wir nachher weiter, alles klar? Ja, um was geht's, wenn es nachher noch weitergeht, bitte? Das muss ich mal schauen, weil Sie haben mal über grundsätzlich, solange Sie keinen Bescheid haben, dass das aufgehoben ist. Genau. Erstens zumindest 7 schauen. Genau, richtig. Und sagen, okay, da bin ich und alles vorlegen und das wird gewesen sein. Genau, und Sie suchen mich gerade, ne? Ja, muss ich ja. Ja. Ich habe da einen Antrag vor mir liegen, der aufrecht ist und aufgrund der rechtlichen Grundlagen muss ich nicht suchen. Ja, das ist verständlich. Suchen Sie, wir fangen es heute erst zum Suchen an, weil die Übung ist ja schon am Donnerstag vorbei. Nein, ich suche schon länger. Ach so, ja. Ja, aber wie gesagt, am einfachsten wäre es gewesen, am Tag des Einrückens dorthin, das alles vorlegen und dann wird neu beurteilt, das wäre es gewesen. Weil jetzt ist eine gerichtlich strafbare Handlung. Ja, das ist mir bewusst. Das war halt vermutlich auch das Erwachsenste gewesen, am Dienstag einfach dort zu erscheinen und zu sagen, es ist nicht möglich. Zum einen wegen der Operation, aber das Risiko, dass man mich trotzdem, trotz der Abweisung vom Militärkommando einbehalten würde, das war ich nicht bereit einzugehen, aus unternehmerischen Gründen. Okay, dann kenne ich mich soweit aus. Ja, mir ist auch klar, dass Sie mich suchen, aber ich bin halt nicht daheim und ich werde halt auch nicht sagen, wo ich bin, ne? Habe ich angenommen. Ja. Ich würde es so erwachsen, ich würde Sie ja nicht verarschen und Ihnen auch nicht irgendwie verstecken spielen oder sonstiges, sondern ich lege Ihnen einfach die Fakten am Tisch, wie es ausschaut. Alles klar, kenne ich aus. Perfekt. Wenn Sie was brauchen, können Sie sich aber trotzdem bei mir rühren. Ich bin trotzdem bereit, das auf einer erwachsenen Art und Weise mit Ihnen zu klären. Alles klar. Perfekt, super. Kenne ich aus. Danke, wiederhören. Oh mein Gott. Was soll ich dazu noch sagen? Suchen wir ihn eh schon länger. Ich frage jetzt einfach nach. Weißenberg nochmal, grüß Sie. Ja, bitte. Darf ich einen noch was fragen? Ja, sicher. Für mich ist das ja auch keine normale Situation. Vor der Polizei verstecken oder sonstiges. Ich bin ein unbescholtener Mensch. Also für mich ist das auch nicht eine normale Situation. Kann das sein, dass Sie meine Telefonate abhören? Wie soll denn das funktionieren? Weiß ich nicht. Die Polizei kann das ja oder nicht? Ja, das geht nur mit einem Beschluss von der zuständigen Staatsanwaltschaft und anderen Deliktsgrüße. Aha, okay. Ja, na, wie gesagt, ich wollte da einfach nochmal nachfragen, weil das ist für mich auch nicht Normalzustand, ne? Alles klar. Okay, danke trotzdem nochmal. Bitte. Wiederhören. Okay, also angeblich nicht. Das ist schon mal eine Riesenentlastung. Oder ist es? Stimmt das? Nein, das wird schon stimmen. Ich habe mir schon gedacht, dass das abhängig von der Deliktsgröße ist, so wie er das gesagt hat. Also hören Sie mich nicht ab. Ja, ich passe lieber trotzdem auf, glaube ich. Oh. Servus, du, die Militärpolizei hat mich angerufen. Echt? Ja. Angeblich hören Sie mich nicht ab. Ja. Ja, Sie rufen mich halt genau in dem Moment an, wo du daheim bist, ne? Schau halt beim Fahren, ob dich ein Auto verfolgt oder so, gell? Naja, sitzt das
So, ich höre auf das. Ja, okay. Hast du eins gesehen, was dich verfolgt hat? Nein. Wow, bis jetzt noch nicht. Okay. Nicht. Bist du schon beim Paketshop? Ich stehe jetzt vor dem Paketshop, aber jetzt ist wer drinnen, der sich ein Paket abholt. Ach so, okay, ja, passt. Dann schauen wir. Okay, perfekt. Hast du Sendungsnummer gekriegt? Weil das steht nicht so. Ja, habe ich da. Schick das. Ja, schicke ich sofort das Screenshot. Perfekt, super, danke. Das nächste Problem ist nämlich, wir haben den Videodreh absagen müssen, weil die Shorts und die Zipper nicht gekommen sind. Die Zipper sind aber jetzt da und die Shorts sind angeblich auch da, aber die haben das im beschissensten Paketshop, den es auf der Welt überhaupt gibt, geliefert. Das Paket kommt angeblich erst um 20 Uhr an, aber die schließen um 20 Uhr. Das ist der nächste Struggle, also äußere Katastrophen. Das ist gerade sehr viel auf einmal, das sage ich euch, wie es ist. Während ich da am Sneaker festhalten Video arbeite und ringsherum noch das Model-Check und mit meinem Videografen für über den Preis verhandle und jetzt noch ein Website. Fuck, ich habe ein Webseiten-Meeting. Oh mein Gott, Freunde, sehr viele Eindrücke gerade. Die Mann, wie geht's dir? Wer kommt denn da, Alter? In mein Hideout. Und was hast du mitgenommen? Ein bisschen Test von uns. Ja. Limonade, na sicher. Hallo. Oh, grüß euch zwei. Na? Ich bin im Krankenstand, geil. Ah, okay, passt. Wenn du es nicht gesagt hättest, der Blog kommt erst später. Egal, trotzdem. Egal, Bruder. Wie geht's? Schön, dass ihr da seid. Ihr seid die Ersten, die das neue Video sehen können. Wir sind jetzt gerade fast fertig geworden. Es ist so krank. Es ist so krank. Gestört. Jetzt sind wir vor einer Sekunde fertig geworden. Also fast fertig. Frau Freunde, jetzt ist es soweit. Mit der scheiß Frisur kann ich mich fix nicht am Hauptkanal sehen lassen. Okay, Outro habe ich am Hauptkanal so gemacht, aber vor allem mit der Vorstellung von der Kollektion kann ich mich so nicht sehen lassen. Deswegen, Yasin Debre, klassisch türkisch, Alter. Machen wir jetzt einen Übergang. Bin gespannt. Boxerschnitt? Einfach ein Übergang. Schau, dass dieses Ding da auf der Seite, dass da halbwegs ein Übergang ist. Ich habe es im Blut, dieses Haare schneiden, weißt du das? Okay. Ich glaube, darum all meine Langsalte Friseur erlauben haben. Du musst halt aufpassen, da ist halt, weißt du, bis daher so operiert worden, gell? Tut's weh? Nein, tut nicht weh, aber wenn du da irgendwas machst, dann fallen die, dann zupfst die Haare wieder machen, auf. Alter. Hast du einen Vorschlag, Hammer? Yasin, I believe you. Was hat er denn da gemacht bis jetzt? Nix. Ich hab nur geschaut, wie die Maschine funktioniert. Okay. Ich hab reinschneid geschaut. Yasin, hab ich gefragt, ob ich fetter geworden bin. Danke, Yasin. Schau ich wirklich fett aus? Letztes Mal hab's noch gesagt, ich schau schlanker aus. Wahrscheinlich jetzt da im Urlaub, weißt du? Hab ich wieder zugenommen. Eigentlich hab ich 4 Kilo abgenommen. Ist wild? Das war geschissen, gell? Das war scheiße, gell? Nein, nein. Ja, ist halt urkurz, gell? Wenn du da so mit dem kompletten Ding unten ankommst. Das bin da vertraut. Hätte ich normale Haare, hätte ich sie mir nicht anvertraut. Hätte meine auch geschnitten. Er hat deine auch geschnitten? Hätte ich das vorher gesagt, hättest du das jetzt wahrscheinlich nicht schneiden lassen, gell? Doch. Er hat so selbstbewusst gewirkt. Boah. Die Pappen, geh schauen, Alter. Ja? Das sehe ich halt gar nichts. Das schaut immer noch so aus wie vorher. Ach so, das wird dann da so schön langsam. Ja, mach mal fertig und dann scheiß mal. Vor allem mit dem Scheißding machst du das. Wirklich, Alter, weißt du, wie anstrengend das ist mit dir. Und er hat es noch nie gemacht. Ja, arg. Nein, ich hab schon Haare geschnitten. Vermutlich, ein Sicko. Passt schon, geh mal schauen. Ja? Nimm die Cam mit, wenn ich es mache. Warte, ganz kurz noch. So. Okay, schauen wir uns mal an. Ich bin gespannt, Alter. Was sagst du, Markus? Ja, die Stepper. Das bin ich echt gespannt. Ja. Oha. Das passt, Herz, das ist... Hinten muss ich noch dich gerade. Das ist gut so. Kann man machen. Geil. Alter, nicht schlecht. Müssen wir da was machen? Nein, da schau können mal. Wir nichts machen. Da können wir irgendwann das einsetzen. Auf. Das kann man machen, auf jeden Fall. Oben soll es eigentlich kürzer sein, gell, die Haare. Die sind schon fast zu lang für die Frisur, gell? Ja. Aber wurscht. Hinten mache ich noch hier. Da gehört noch ein bisschen. Ja, das ist ein gescheiter Übergang, sehe ich da auf der Seite. Ja, ist gut gemacht. Kann man machen, top. Danke, Jasse. Bitte, Bro. Was mit was für einer Maschine, Alter? Zeig mal die Maschine her. Das ist keine Maschine, das ist ein Rasierer. Der hat nur so einen Ansatz mit Koteletten. Und mit dem hat er es gemacht. Aber das haben sie eh im Video gesehen. Einfach normaler Rasierer. Und wenn es da hinten das Ding ausfasst, kannst du Koteletten schneiden. Entschuldigung, wisst ihr, ob wir vorne rechts oder links müssen? Okay. Unfreundliche Kärntner. Unfreundliche Drecksviecher hier aus den Kärnten. Freunde, wenn euch der Vlog gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und seid gespannt, wie sich diese ganze Situation noch weiterentwickelt. Also schaltet ein, der nächste Vlog ist am Donnerstag, also seid dabei, Freunde, nicht vergessen, Freitag Tabula Rasa sind wir am Start, na sicher. Freunde, das war's von mir, abonniert, seid dabei im Billionaires Club und wir sehen uns dann im nächsten Video. Der Reee! Boxerschnitt?